Liebe Ratsmitglieder, lieber Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung, sehr geehrte Damen und Herren in den Zuhörerinnenreihen, sehr geehrte Vertreter der Presse. Ich eröffne jetzt die heutige Ratsversammlung und stelle fest, dass die Einladungen ordnungsgemäß und fristgerecht versandt wurden und dass der Rat auch beschlussfähig ist. Liebe Zuschauer, vielleicht geht es Ihnen wie mir. Oft mag ich den Fernseher gar nicht einschalten. Die Berichte über den Krieg in der Ukraine deprimieren und machen hilflos. Sie erwarten an diesem Sendeplatz die Ratsversammlung. Und Sie sind richtig. Aber auch der Rat kann sich diesem Thema nicht verschließen. Der Oberbürgermeister von Hannover, Benedikt Ohnei, hat es möglich gemacht, dass der Bürgermeister der Stadt Kiew, Dr. Vitali Klitschko, zu den Ratsmitgliedern sprechen konnte. Seine eindringliche persönliche Schilderung erreichte die Ratsmitglieder, ließ sie an der Stille im Raum erkennen und der anschließenden Aussprache entnehmen können. Was Hannover tun kann, um das Leid der Menschen wenigstens zu lindern, zeigte der Oberbürgermeister in seiner Ansprache und in dem Interview am Schluss auf. Jetzt zur Ratsversammlung und zur Rede von Dr. Vitali Klitschko. Zur Tagesordnung. Wir haben ja heute wirklich eine außergewöhnliche, wenn nicht sogar eine historische Sitzung heute und auch in diesem Zusammenhang wissen Sie ja auch, das wurde auch mitgeteilt, dass der kommende Redebeitrag von Dr. Klitschko, dem Bürgermeister der Stadt Kiew, auch gestreamt wird. Ebenso auch die Rede von Oberbürgermeister Ohnei. Jetzt komme ich noch zur Tagesordnung. Oberbürgermeister Belit Ohnei bittet hier jetzt um die Erweiterung der Tagesordnung um den Punkt Angriff auf die Ukraine, Rede von Vitali Klitschko, Bürgermeister der Stadt Kiew. Im Nachgang wird sich unser Oberbürgermeister zum Angriff auf die Ukraine äußern und den Fraktionen EinzelvertreterInnen wird dann die Gelegenheit für einen kurzen Austausch gegeben. Und deshalb bitte ich Sie um die Abstimmung über die Erweiterung der Tagesordnung zu diesem Thema. Also dieser Tagesordnungspunkt wird als Top 24 aufgerufen, jetzt sobald die Zuschaltung von Vitali Klitschko erfolgt ist, also sobald er online ist. Es liegt auch ein gemeinsamer Dringlichkeitsantrag der Fraktionen Bündnis 90, die Grünen, SPD. Ach so, genau, habe ich jetzt ganz vergessen. Gehe ich einfach davon aus, dass das in Ordnung ist. So, dann rufe ich auf, wer ist für diese Erweiterung der Tagesordnung zu diesem Punkt? Den bitte ich ums Handzeichen. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? So, das ist einstimmig. Herzlichen Dank an dieser Stelle. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Platz, auch an den Bildschirmen. Sehr geehrter Herr Dr. Klitschko, liebe Ratsmitglieder, ich werde jetzt den Top aufrufen, Angriff auf die Ukraine, Rede von Dr. Vitali Klitschko, Bürgermeister Stadt Kiew und dann die anschließende Aussprache. Zur Begrüßung gebe ich jetzt das Wort an Oberbürgermeister Belit Ohnei. Ich mache mal meins aus. Ja. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Vitali Klitschko, ich hoffe, Sie können uns gut verstehen.
Verstehe ich Sie. Ja. Auch wir können Sie sehr gut hören. Ich freue mich, dass es geklappt hat, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Ich glaube, ich darf im Namen aller Mitglieder des Rates Sie ganz herzlich begrüßen. Ich möchte Ihnen vorab, bevor Sie mit Ihrer Rede beginnen, vielleicht aber auch noch einen Satz mit auf den Weg geben. Seit dem 24. Februar, seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, sind viele Menschen, auch in Hannover, sehr bewegt, sehr berührt und auch um Sorge um die Städte in der Ukraine, um die Menschen in der Ukraine und um das Land. Insofern verfolgen wir seitdem sehr intensiv die Situation, sowohl in Kiew als auch in vielen weiteren Städten. Wir haben viele Menschen, die auch aus der Ukraine zu uns nach Hannover gekommen sind. Die Solidarität in unserer Stadt mit den Menschen, mit ihrem Land ist riesengroß. Deshalb sind wir sehr gespannt auch auf Ihre Ausführungen und freuen uns auf Ihre Rede. Vielen Dank. Liebe Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Mitglieder von Stadtrat Hannover, zum Ersten möchte ich ganz herzlich bedanken für eure Unterstützung, für humanitäre Hilfe, was bekommen wir von Deutschland, für politische Unterstützung, für finanzielle Unterstützung, für Gastfreundschaft, für alle Flüchtlinge, was kommt aus Ukraine und wer sucht einen sicheren Platz, weil hier in Kiew ständig nonstop, wir hören Sirenen, das ist eine Warnung. Wir müssen ganz schnell in Bunker kommen. Das bedeutet, jedes Gebäude kann explodiert werden. Das bedeutet, die Raketenangriffe. Ständig hören wir Explosionen neben von Kiew, nördlich von Kiew, ungefähr 20 Kilometer von Stadtmitte, von Norden und von Osten der Ukraine. Läuft jetzt im Moment in diese Sekunde eine Schlacht. Wenn jemand sagt mir vor ein paar Monaten, dass es möglich eine riesige Krieg, das wird Zivilisten getötet. Dass wir tausende Menschen in meiner Heimat sterben, dann werde ich niemals so etwas vorstellen. Wir sind Ukraine, war immer ein friedliches Land. Wir waren immer friedliches Volk. Wir waren niemals gefährlich oder mit Drohungen für keines Land. 70, mehr als 70 Nationen leben in der Ukraine. Verschiedene Nationalitäten, wir haben verschiedene Religionen und das ist eine gastfreundliche Menschenleben in Ukraine. Und meine Mission habe ich immer als Bürgermeister gehabt, mehr wie möglich verschiedene Events in meine Heimatstadt Kiew zu machen. Wie Eurovision vor ein paar Jahren, wie Finals of Champions League, verschiedene kulturelle und Sportevente. Und seit 2014, wir haben eine riesige Spannung zwischen Ukraine und Russland. Der Grund, in der Revolution der Würde 2014, Ukraine hat festgestellt, und in unserer Konstitution schriftlich geschrieben, unser Ziel, irgendwann werden eine demokratische, moderne Land in europäische Familie. Das ist unser Ziel, ein Teil von europäischer Familie zu sein. Weil wir sind Ukraine Europäer. Mit unserer Geschichte, mit unserer Mentalität, geografisch wir sind Europäer. Das ist die Frage. Wir müssen genau das gleiche Service, die Kriterien, wir müssen Lebensstandarden wie in Europa zu machen. Das ist unser Ziel. Ich möchte noch einmal beschreiben, wieso dieser Krieg passiert. Der Grund von diesem Krieg, jeder muss verstehen. Grund, weil unser Wunsch, ein Teil von europäischer Familie zu sein.
In Russland gibt ein Mann, wir alle kennen seinen Namen. Er hat eine Vision und er vorstellt, er ist eine Messias, wieder sowjetische Reich wieder aufzubauen. Und eine Imperie, russische Imperie muss da sein. Und Ukraine, das ist eine wichtige Puzzle in seinen Plänen. Und heute läuft ein Krieg in unserem Heimatland. Aber Krieg schon seit längerer Zeit angefangen. Und richtige und wichtigste Waffe in diesem Krieg ist nicht Raketen, ist nicht Panzer, keine Maschinengewehr. Die richtige Waffe ist Medien. Seit 2014 die russische Medien erzählt über uns. Wir sind Nationalisten, wir sind Radikalen, wir sind Extremisten, wir sind Faschisten. Die Propaganda wirkt leider in Russland. Die letzte Umfrage, mehr als 80% russischer Bevölkerung glaubt an seine Regierung und unterstützt den Krieg gegen Ukraine. Schreckliche Zahl. Ich weiß, wie funktioniert Propaganda, weil ich bin in der Sowjetunion geboren. Ich erinnere mich, wie damals hat funktioniert sowjetische Propaganda. Und heute in Russland die Propaganda funktioniert viel, viel stärker. Nur ein gutes Beispiel. Gibt eine Propagandasende, Russia Today, die öffentliche Information, ein Budget von TV-Sender, größere Budget als Budget von Hauptstadt der Ukraine, meine Heimatstadt, mehr als 2 Milliarden Euro. Gehirnwaschung, das funktioniert. Ich kenne persönlich viele meine bekannte Freunde, wer lebt in Russland, wer hat gute Ausbildung, die fest glauben an seine Regierung, an seine Fernsehen, weil es gibt keine Pressefreiheit. Weil jeder Channel, jeder Radio, jeder, wer erzählt Komplimenten und Loben für Putin und sein Regime, ist gut. Wenn jemand sagt etwas dagegen, er landet dort, wo sitzt Nawalny. Oder wie Boris Nemtsov wird erschossen in Russland. Und wir haben so viele solche Beispiele. Und deswegen die Propaganda heute wirkt. Und leider in Deutschland gibt es leider bis heute sehr viele Putin-Versteher. Und gibt leider Politiker. Wäre es auf gut Deutsch, man kann sagen, halbschwanger. Von einer Seite, die ist für Frieden und sagen, der Krieg ist nicht gut. Von anderer Seite, die möchten nicht die persönliche oder finanzielle, geschäftliche Verhältnis mit Russland brechen. Ich verstehe, für Wirtschaft ist ziemlich schwierig. Wirtschaftliche Verbindung ist sehr schmerzhaft für Wirtschaft und jedes Land. Aber es geht um Souveränität und Freiheit, eine Entscheidung zu treffen. Ist auch kein Geheimnis, Russland nutzt jede wirtschaftliche Verbindung in bestimmte Richtung. Jede Cent, jede Euro, was Russische Föderation bekommt von europäischen Partnern, die investieren nicht das Geld in seine Wirtschaft. Weil die Wirtschaft in Russland funktioniert nicht. Abhängig von
von Energieressourcen, Gas und Öl. Jeder Cent und Euro investiert nicht in sein Volk, weil der größte Teil von Russen leben in einem sehr, sehr niedrigen Niveau, was betrifft finanzielle Unterstützung. Russische Föderation investiert das Geld in seine Armee und die ist sehr stolz, die stärkste Armee in der Welt zu haben. Und nach dieser Investition, wir haben solche Bilder aus der Ukraine, zerstörte Städte, völlig zerstört Mariupol. Wir wissen nicht, wie viele Zivilisten da gestorben. Unsere Schätzung, das kann Tausende sein. Genau das gleiche Geschichte mit Kharkiv. Halbe Stadt ist zerstört. Die Stadt Tschernigiw, 140 Kilometer nördlich von Kiew, halb ruiniert. Stadt Irpin, Bucha, Gostomel, Satellitenstädte von Hauptstadt Kiew, die ist nicht so weit, das ist am Stadtrand. Die existieren nicht mehr. Völlig zerstört. Wir wissen nicht, wie viele Menschen da gestorben sind. Ist schon in Bucha mehr als 200 und wir gerade gestern die Stadt war befreit und sehr viele Gebäude, wir mussten noch sehr viele Zivilisten da suchen. Ist schrecklich, ist eine riesige Drama für 40 Millionen Menschen in der Ukraine. Das ist eine riesige Drama für ganze Europa. Und wenn jemand denkt, in Europa oder in Deutschland, der Krieg ist weit weg, er berührt nicht mich nicht, das ist eine riesige Fälle. Dieser Krieg kann betroffen jeder Bürger von der Europäischen Union. Und meine klare Message für alle Regierungen, an alle Geschäftsleute, wer hat ein Verhältnis mit der Russischen Föderation, wenn verdienen sie das Geld oder schicken das Geld nach Russland, das ist ein blutiges Geld. Und Blut auf das Geld, die ukrainische Blut, für unsere Zivilisten, für unsere Frauen und Kinder. Eine wahnsinnige Geschichte habe ich erlebt, auch sehr emotionell. Haben wir Kinder evakuiert, in einem Korridor von Irpin, habe ich mit einem kleinen Jungen gesprochen, 7 Jahre alt. Hat geweint, nach Papa und Mama gefragt. Danach später habe ich erfahren, aber der Junge damals noch wusste nicht, er hat keine Eltern mehr. Gibt sehr viele solche Geschichten. Und möchte ich noch eine Beschreibung zu machen, eine Beispiele, Lebensbeispiele. Vor einer Woche eine Rakete, ein Wohnungsgebäude getroffen, das ist 9 oder 12 Stocke. Ein Mann kommt zu mir, er war ungefähr 60 Jahre alt, und sagt, ich bin obdachlos. Was soll ich machen? Das ist meine Wohnung gewesen und das ganze Gebäude ist renoviert, war ein Feuer. Was soll ich machen? Habe ich ihm vorgeschlagen, nach Westen der Ukraine ein bisschen sichere Zone zu evakuiert zu werden. Er sagt, Herr Klitschko, ich möchte nicht weg von meiner Stadt fahren. Ganz mein Leben habe ich meine Stadt verbracht. Hier wohnen meine Freunde, meine Verwandte, meine Kameraden. Ich bitte auf eine,
Herr Bürgermeister, geben Sie bitte mehr Waffe. Ich möchte meine Stadt verteidigen. Als Bürgermeister besuche ich sehr viele Blockposts, wo stehen Zivilverteidiger. Zivilisten mit friedlichen Berufen. Man hat niemals eine Idee gehabt, eine Uniform, militärische Uniform anzuziehen und Waffe in Hände zu nehmen. Berufe wie Künstler, Musiker, Ärzte. Heute ist die stehen mit den Waffen und wir erwarten einen Sturm von unserer Stadt. Und die ist bereit zu kämpfen und zu sterben. Ich möchte noch einen sagen, wie unsere Armee, unsere Soldaten, ukrainische Krieger, hat einen Mythos über die mächtigste Armee der Welt gerade zerstört. Unsere Soldaten kämpfen gegen die stärkste Armee in der Welt und die Ziel ist kein Geheimnis, war immer Hauptstadt. Seit einem Monat, die können nicht Stadt erobern, in Stadt zu kommen. Ich kann erzählen, wieso. Als ehemaliger Einzelkämpfer kann ich beschreiben. Die Große und du Mukis oder so etwas anderes spielt keine Rolle. Wichtigste Rolle spielt eine Wille. Und den Unterschied zwischen russischen Soldaten und ukrainischen Soldaten kann ich beschreiben. Ganz einfach. Die russischen Soldaten gut bezahlt. Die haben gute Waffen. Aber die kämpfen für das Geld. Und unsere Patrioten verteidigen unsere Stadt, seine Familie, seine Kinder und Zukunft von unserer Familie. Spüren Sie den Unterschied? Geld und Kinder. Und deswegen möchte ich nicht als Bürgermeister, als einfacher Bürger von unserer Stadt zu sagen, wir werden niemals auf Knie stehen. Wir werden es niemals aufgeben. Das ist nicht nur meine Stimme. Das ist Stimme von Tausenden von Menschen, die jetzt im Moment bereiten und sagen, jeder sagt, lieber sterben wir, als stehen wir auf die Knie, als geben wir auf. Weil kämpfen wir für die Zukunft unserer Kinder. Die Situation ist schwierig. Ist nicht einfach. Alleine können wir, alleine, dass es durchzuhalten wird, ziemlich schwierig. Der Russland hat mehr Potenzial, was betrifft Militär, finanziell. Wir waren, sage ich ehrlich, nicht bereit für diesen Krieg. Wir haben nie gedacht, dieser Krieg kann stattfinden. Aber wir kämpfen. Und was wichtig auch noch, und jeder von euch muss auch wissen, wir kämpfen nicht nur für die Ukraine und verteidigen nicht nur unsere Häuser und unsere Familie. Wir verteidigen genau das gleiche Werte, was haben und Prinzipien, was haben wir in Europa. Und wir wissen nicht, wie weit seine Pläne hat Herr Putin. Wir haben gedacht, dass es Grenze von Lugansk und Donetsk oder in Krim. Nein. Seine Pläne gehen viel weiter. Und selbst sagt er, und selbst sehr viele Leute in Kreml sagen über baltische Länder,
beendet seine Pläne in der polnischen Grenze. Vielleicht ist es noch weiter bis zum deutschen Grenze. Vielleicht noch wieder DDR wieder aufzubauen. Dieser Krieg betrifft jeden. Und das ist eine Gefahr für jeden von uns. Für jeden. Und deswegen, wir kämpfen für unser Land, aber nicht nur für unser Land. Wir kämpfen für jeden in der Europäischen Union, weil kämpfen wir für gleiche Werte. Was haben wir? Und deswegen möchte ich bedanken für die Hilfe, was bekommen wir, aber das ist, reicht nicht. Sanktionen ist hart. Aber jeder in Russische Föderation, jeder Bürger muss sagen, stopp mit dem Krieg, wir gehen in falsche Richtung. Und die verstehen das, wann die Sanktionen wirken. Die verstehen das, wenn die Leichen russische Soldaten, Leichen von russischen Soldaten kommen nach Hause, dann die müssen vergleichen. Ambition von jemand, ein Reich zu machen, eine Imperie oder das Leben von unseren Männern, unseren Söhnen, ist eine Tragödie. Tragödie nicht nur für Ukraine. Das ist Tragödie für Russland. Und alles, was Russen erzählen, das ist alles Bluff und eine Lügerei, das ist Propaganda, funktioniert. Die sprechen über Radikalen und Extremisten. Wer hassen die Ukraine? Sehr viele Leute, wer kämpft gegen Russland, können nicht ukrainisch, die sprechen sein Lebenslang Russisch. Die Russen sagen, wir haben eine radikale Regierung, wer hasst Russen, das ist eine Lügerei. Weil ich bin ein Teil von Selbstverwaltung, auch ein Teil von Regierung. Wie kann ich Russen hassen? In meinem Körper, Hälfte von meinem Blut ist russisches Blut. Weil meine Mutter ist Russin. Und sie kann nicht ukrainisch sprechen. Lebenslang hat Russisch gesprochen. Und wieder eine Lügerei. Schon eine wieder Lügerei, wenn sagen, dass es Extremisten, Neonazisten, die erzählen, unser Präsident hat jüdische Wurzeln, seine Verwandten, alle Verwandten Juden. Und deswegen gibt ein gutes Sprichwort. Ich liebe solche Sprichworte. Deutsche Sprichworte. Ein Wolf kann Zähne verlieren, aber seine Charakter nie. Bitte glauben Sie nicht an Russland. Die hat immer gemacht eine sehr aggressive Außenpolitik und die werden so bleiben, solange so ein Regime in Russland funktioniert. Ist eine schwierige Situation. Es geht für uns um Leben und Tod. Es geht um Prinzipien in der modernen Welt. Es geht über internationale Sicherheit. Es geht über das Wert, ich habe schon gesagt. Die Situation ist schwierig, aber wir sind fest überzeugt. Wir haben gar nichts verloren. Deswegen werden wir kämpfen. Und in den Kampf für unsere Freiheit, für unsere demokratischen Werte, weil wollen wir und bauen wir ein modernes europäisches Land, Ukraine. Wir werden kämpfen, aber wir brauchen Unterstützung. Und das ist unsere gemeinsame Herausforderung für jedes europäische Land. Und deswegen, wir werden uns sehr freuen.
Wir freuen uns sehr, trotzdem, eine Unterstützung von Deutschland zu bekommen, aber das reicht nicht. Ich erinnere mich in der Sicherheitskonferenz in München, habe ich damals gesagt, wir brauchen eine Verteidigungswaffen, wir greifen an keine an und wir haben nur 5.000 nur Helme bekommen. Heute endlich mal bekommen wir mehr Waffen, aber das ist reicht nicht. Ich möchte noch einmal bestätigen, Verteidigungswaffe, weil verteidigen, wir greifen keine an, wir verteidigen unsere Heimat. Und heute, jeder versucht, also das ist ein guter Wunsch, neutral zu sein und Neutralität zu haben. Aber heute ist Welt weiß und schwarz. Schwarz und weiß. Und jeder von Politikern muss klar entscheiden. Oder steht er, oder unterstützt er Freiheit und Ukraine und steht für Frieden und für Peace in Ukraine. Oder er unterstützt die aggressive russische Politik. Ich möchte noch einmal bestätigen, wir haben gar nichts gegen russische Nationalität, gegen russische Volk. Wir haben sehr, sehr viel gegen russische aggressive Außenpolitik. Und deswegen unsere Einigung, unsere gemeinsame Position, unsere Unity, das ist ein Schlüssel für Frieden in unserem Land. Ich möchte nicht, selbst habe ich nicht viel Zeit und möchte ich auch nicht viel Zeit von euch nehmen. Ich möchte einfach sagen, das ist eine Herausforderung für jeden von uns. Und wenn jemand denkt, der Krieg betrifft mich oder berührt mich nicht, das ist eine falsche Stelle. Das betrifft jede. Und in unsere Kräfte schnell wie möglich diesen Krieg zum Ende bringen und wieder Frieden und wieder Frieden in der Ukraine zu bringen, weil unstabile Ukraine ist kein Geheimnis, ein der größte Land Europas. Unstabilität, wirtschaftliche und politische Unstabilität in einem der größten Land Europa kann Unstabilität in ganz Europa bringen. Deswegen noch einmal danke für Unterstützung und das reicht nicht. Wir brauchen mehr. Weil wir kämpfen auch für jeden von euch. Das ist keine große Worte, das ist wirklich so. Ich kann noch sehr viel erzählen. Das ist mehr als ein Monat, der Krieg. Ich habe sehr viele Geschichten, was betrifft, richtig berührt. Kann berühren jeden. Das ist eine Horror. Sogar in Horror-Movie man kann nicht so etwas sehen. Und jeden Morgen, wenn stehe ich auf, mache ich meine Augen auf, denke ich mal das ist eine Traum, das ist ein Traum. Ich mache Augen auf und ich sehe, das ist eine schreckliche Realität, was passiert jetzt in meinem Heimatland, in meiner Heimatstadt. Aber trotzdem, ich bin nicht pessimistisch. Trotzdem, wir sind stolz. Ich bin stolz, eine Ukraine zu sein. Weil wir haben solche Menschen, wer hat eine riesige Wille. Wir haben solche Soldaten, unsere Soldaten, wer bereit zu sterben, aber niemals eine Sklave zu sein. Und wir sind ein stolzes Volk. Und ich bin überzeugt,
Wir bringen wieder Frieden und Freiheit zu unserem Land. Und das ist die Frage, wie schnell. Und für diese Frage kann die deutsche Regierung und alle deutschen Bürger kann auch antworten. Und von euch auch abhängt, wie schnell wir Frieden in Europa bringen. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Und bitte, bleiben Sie nicht passiv. Bitte, bleiben Sie bitte proaktiv. Proaktive Position ist sehr, sehr wichtig. Oder russische Botschaft mit Forderung, schnell wie möglich die Krieg zu beenden. Das ist alles heute. Wir sind alle Geisel. Wir sind alle Europäer. Wir sind alle Geisel von Kreml und von Putin. Ich kann einfach sagen, der Mann ist ungesund. So etwas zu machen mit meinem Volk, Kinder, Frauen zu umbringen. In moderner Zeit, ein gesunder Mann kann nicht. Ich kann sehr viel erzählen, meine Spaziergang in Erpen nach dem Krieg. Leichen, eine Teil von Leichen. Wann nach Explosion gibt keine Leichen, gibt Stücke von Fleisch, menschliche Fleisch. Hunden laufen die Stadt. Die Hunde hat seinen Besitzer verloren, die haben gar nichts zu essen. Und Hunde fressen menschliche Fleisch. Ich kann schreckliche richtig schreckliche Bilder beschreiben. Und das ist keine Kino. Das ist harte Realität. In meiner Stadt, in meinem Land. Ja. Haben Sie zusätzliche Fragen? Ich hoffe, habe ich wichtige Message an euch gegeben. Ich habe noch ein paar Minuten. Wenn zusätzliche Fragen haben Sie, dann gerne werde ich antworten. Wenn nein, dann muss ich, weil meine Arbeit jetzt im Moment, ich bin verantwortlich für Sicherheit für jeden Bürger in heutiger Zeit. Wir müssen Essen bringen, weil die ganze Logistik funktioniert nicht. Die Brücken ist explodiert. Die Wege ist abgeschnitten. Die Wirtschaft voll ist ruiniert in unserem Land. Und wir müssen auch zusätzlich, ich muss kümmern über den Service, über Elektrizität, über das Wasser, über das Heizung, weil es ziemlich kalt bei uns noch. Und sehr viel Arbeit. Und die wichtigste, die menschliche Leben zu retten und dann Service zu geben. Und in unsere Kräfte schnell wie möglich, das ist Wunsch für jede Ukraine, schnell wie möglich diesen schädlichen Krieg zu beenden. Ich möchte noch einmal bedanken für Ihre Zeit und
bedanken für Ihre Solidarität, für Ihr Engagement, für Hilfe, was bekommen wir und wir brauchen noch und wir wissen nicht, wie lange dieser schreckliche Krieg wird dauern und deswegen wir machen alles, was von uns abhängt, das ist schnell wie möglich zu beenden und möchte auch Message für jeden von euch in unsere gemeinsamen Kräfte diese schreckliche Horror schnell wie möglich zu beenden und wieder Frieden in die Ukraine und die ganze Europa zu bringen. Noch einmal. Danke, ich muss, ich habe meine nächste Meeting, ich muss zum Feuerwehrleute, weil die kämpfen auch retten Leben von der Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Vitali Klitschko, ich möchte mich im Namen des Rates der Landeshauptstadt Hannover ganz herzlich bedanken für die sehr emotionalen Worte, für die furchtbaren Schilderungen. Aber wir sind sehr beeindruckt auch von der Widerstandskraft, von dem Willen der Menschen in der Ukraine, von deinem Willen, in Freiheit, in Frieden und in Souveränität zu leben. Ich möchte auch noch mal zusichern, dass die Landeshauptstadt Hannover an eurer Seite steht, an der Seite Kiews, an der Seite der Ukraine. Wir haben größtes Verständnis dafür, dass du auch anders eingebunden bist. Deshalb ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit. Und auch da möchte ich dir nochmal zusichern, wir werden euch weiterhin unterstützen. Wir werden gleich noch in der Debatte auch vertieft darüber sprechen, wie eine solche Unterstützung aussehen kann. Und ich hoffe, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben können und dass wir hoffentlich in Frieden uns wieder begegnen, ob in Kiew oder in Hannover. Vielen, vielen Dank. Schönen Tag noch. Danke für die Unterstützung. Danke. Ja, dann übernehme ich jetzt wieder. Ja, also es fehlen mir ein wenig die Worte. Aber ich möchte jetzt angesichts dessen auch an dieser aufrüttelnden Rede und der berührenden jetzt Sie gemeinsam einladen, dass wir uns erheben und den Toten dieses fürchterlichen Ukraine-Kriegs gedenken. Ja, also ich denke, es ist jetzt angemessen, dass wir jetzt eine Aussprache haben, sodass ich auch in diesen Tagesordnungspunkt jetzt 24 Angriff auf die Ukraine eintreten möchte, also beziehungsweise habe ich ja schon aufgerufen, aber dass wir uns jetzt darüber angemessen in den Austausch kommen. Ich werde zunächst den Oberbürgermeister aufrufen und werde dann für Sie zur Kenntnis nach der Reihenfolge der Stärke der Fraktionen Sie bitten, einen Redebeitrag zu machen, wenn Sie denn möchten. Ich fange an dann mit Bündnis 90 Die Grünen, SPD, CDU, FDP, Die Linke, AfD, Die Partei und Volt, dann Ratsherr Böning und Ratsherr Wolf. Ich bitte Sie darum, die Wortbeiträge, wenn es geht, bitte so auf die Dauer von circa 5 Minuten in etwa zu begrenzen, wenn Sie es mögen. Also auf jeden Fall ist die Grenze ja, das wissen Sie, 10 Minuten, aber ich denke, vielleicht kann man das auch in 5 oder 6, 7, 8 Minuten ausdrücken.
Auch wenn wir alle sehr betroffen sind, würde ich jetzt bitten, Belit Unay, dass du doch beginnen mögest. Danke. Ja, sehr geehrte Vorsitzende, liebe Mitglieder des Rates, es ist tatsächlich nicht leicht, nach dieser Rede aus Kiew von Vitali Klitschko die richtigen Worte zu finden. Und deshalb finde ich es aber dennoch richtig, dass wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern uns doch Zeit nehmen, um miteinander zu sprechen. Kiew ist genauso wie wir, wie Hannover, Teil des Netzwerks Mayors for Peace. Und wir sind, glaube ich, alle gerade nach dieser Rede erschüttert, entsetzt und auch traurig, wenn wir sehen und wenn wir hören, welche traurigen, welche furchtbaren, grausamen Konsequenzen der brutale Angriffskrieg Russlands und des Regimes für die Ukraine und die Menschen hat. Für das Land, für die Menschen, für Städte wie eben auch Kiew. Wir haben gehört, welches Leid und welche Schmerzen, welche Zerstörung dort verursacht wird. Aber wir haben auch gehört, welcher Widerstand und welche Hoffnung dort herrscht. Mit der festen Entschlossenheit, ihre auf dem Maidan erkämpften Errungenschaften zu verteidigen, stellen sich die Menschen in der Ukraine diesem Angriff entgegen. Sie kämpfen, wir haben es gehört, für ihr Zuhause, vor allem aber auch für ihre Menschen, für ihre Familien, für ihre Kinder, für ihre Unabhängigkeit, für die Demokratie, für ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit. Und all diese Werte sind nicht hoch genug zu schätzen. Aber sie sind eben auch nicht selbstverständlich. Das wurde gerade in dieser Rede noch einmal sehr deutlich. Der Kampf für ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit und Demokratie kann einen hohen Preis fordern. Die Menschen in der Ukraine zahlen ungewollt seit nunmehr einem Monat diesen Preis, und zwar ganz real, ganz unmittelbar. Mit der Zerstörung ihrer Städte, dem Verlust ihres Zuhauses, ihrer Gesundheit, ihres Lebens oder des Lebens ihrer Familienmitglieder oder geliebter Menschen. Ich will gerne in diesem Zusammenhang vielleicht noch eine Begebenheit erzählen, die mir gestern begegnet ist. Ich hatte gestern die Jugendnationalmannschaft der Ruderer der Ukraine zu Gast im Neuen Rathaus. Junge Menschen, die bis vor wenigen Wochen noch in einem ganz normalen Leben standen, die sind zur Schule gegangen, zum Sport, zum Rudern, haben sich mit Freundinnen und Freunden getroffen. Und von einem auf den anderen Tag wurde dieses Leben zerstört. Diese jungen Menschen haben Krieg gesehen, sie haben Leid gesehen, Zerstörung, Mord. Sie haben gesehen, wie Menschen, die ihnen nahestehen, gestorben sind oder eben auch teilweise ihre Eltern. Und diese jungen Menschen haben Zuflucht gefunden hier bei uns in Hannover. Und gestern habe ich dieses Team, diese jungen Menschen eingeladen zu einem kleinen Empfang ins Neue Rathaus. Und wir sind ins Gespräch gekommen, auch über ihre Erfahrungen, ihre Ängste. Die jüngeren Männer müssen vermutlich wieder zurück ins Land, um ihren Wehrdienst zu leisten. Sie haben unfassbar Schlimmes erlebt, auch auf der Flucht aus den verschiedenen Städten, die bombardiert worden sind, mussten tagelang in Kellern sitzen. Eine von ihnen hat ihre Mutter verloren. Und wir sind ins Gespräch gekommen und sie haben auch davon berichtet, wie schön sie es hier in Hannover finden. Und im Rathaus, in der Rathaushalle insbesondere, sind ihnen auch die Modelle aufgefallen. Und eine junge Frau kam auf mich zu und sagte, sie habe insbesondere das Modell von 1945 gesehen, von Hannover. Und hat mich gefragt, was das ist und worum es da geht. Ich habe ihr erzählt, was auch Hannover widerfahren ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Dass auch Hannover vollkommen zerstört worden ist. Und sie hat mich dann hat mir eine Frage gestellt, die mich seit gestern doch sehr intensiv beschäftigt. Sie hat mich gefragt, wie lange es gedauert hat, alles wieder aufzubauen. Und ich habe seit gestern sehr lange über diese und sehr oft über diese Frage nachgedacht, weil ich finde, es steckt sehr, sehr viel in dieser Frage. Sehr viel Leid, der Schmerz, der Zerstörung, Tod, Mord, Krieg. Und das, was wir alles nur aus Geschichtsbüchern, von Filmen, Fotografien kennen über Hannover oder eben von diesem Modell in der Rathaushalle, für diese jungen Menschen ist das Gegenwart, ist das Realität. Aber in dieser Frage steckt auch wahnsinnig viel Hoffnung. Die Hoffnung,
dass dieser Krieg irgendwann enden wird, dass es eine Zeit in Frieden geben wird nach diesem Krieg. Und diese jungen Menschen, ob sie hier in Hannover sind oder woanders, werden ihre Städte wieder aufbauen. Sie werden die Ukraine wieder aufbauen. Und ich wünschte, Putin hätte diese Frage gehört. Ich wünschte, Putin hätte diese Rede gehört, weil dann hätte er verstanden, er kann nicht siegen. Putin wird nicht siegen. Er kann diesen Willen nicht besiegen der Menschen, die diese Hoffnung haben auf einen Frieden in der Ukraine, auf einen Neuanfang in der Ukraine. Und diese Haltung, sie gebietet höchsten Respekt, dieser Mut. Und wir stehen an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer. Und ich will, dass das nicht nur in einer Symbolik bleibt. Ich habe es gerade auch schon gesagt. Ich möchte gerne, dass wir darüber diskutieren, wie wir der Ukraine, wie wir Kiew auch konkret helfen können. Deshalb werde ich dem Rat einen Solidaritätsfonds vorschlagen, wo wir selber finanzielle Ressourcen bereitstellen, um konkrete Unterstützung zu organisieren. Auch die Menschen in Hannover sollen sich mit Spenden an diesem Fonds beteiligen können, sodass wir akute Hilfe leisten können. Darüber hinaus sind wir eine schlagfertige und sehr starke Verwaltung. Wir haben Menschen schon geholfen im Ahrtal, in Poznan. Und wir wollen jetzt auch gerne möglich machen, wenn es wieder darum geht, wieder aufzubauen, dass Menschen, Kolleginnen und Kollegen aus unserer Verwaltung ihre Expertise, ob sie aus der Stadtentwässerung kommen, aus verschiedenen Bereichen der Feuerwehr, dass sie diese Expertise auch in Kiew, in der Ukraine einbringen können. Ich habe kurz vor der Ratssitzung noch Kontakt gehalten zu dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Messe AG. Als Aufsichtsratsvorsitzender möchten wir gerne auch, wenn es um den Wiederaufbau geht, die Hannover Messe, die größte Industriemesse der Welt, als eine Plattform anbieten für die Wirtschaft in der Ukraine, um dort den Wiederaufbau zu organisieren. Und wenn es die Umstände zulassen, möchte ich gerne Vitali Klitschko oder eine Vertretung auch zur Eröffnung am 29. Mai gemeinsam mit einer Wirtschaftsdelegation hier in Hannover begrüßen. Und wir möchten bei der Hannover Messe auch Sonderflächen für eine Sonderschau Ukraine im Bereich des Global Business bereitstellen. Liebe Anwesende, es wäre aus meiner Sicht vermessen, aus unserer Position der komfortablen Sicherheit heraus, den Wunsch Vitali Klitschkos und der Ukraine nach mehr militärischer Unterstützung durch den Westen als unverhältnismäßig abzutun. Natürlich stellen wir im Rat von Hannover nicht die verteidigungs- und sicherheitspolitischen Weichen in unserem Land. Dennoch wollen wir deutlich machen, die Ukraine muss sich verteidigen können. Und Waffenlieferungen zu diesem Zweck können dabei helfen. Es ist allerdings ebenso wichtig, dass seitens der NATO alles versucht wird, um eine weitere Eskalation des Krieges zu unterbinden. Das ist weiterhin dringend geboten. Und auch wir werden in unsere Sicherheit investieren, die uns so selbstverständlich schien. Und die Bundesregierung wird Verteidigungsausgaben erhöhen und damit auf die grundlegend veränderte Sicherheitslage reagieren, die Putin durch seinen Angriffskrieg in Europa herbeigeführt hat. An erster Stelle unserer Bemühungen müssen aber weiterhin immer Diplomatie, Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe stehen. Und gerade dieser Konflikt, dieser Krieg hat einmal mehr gezeigt und sehr deutlich gezeigt, dass Verteidigung und Sicherheit nicht nur Aufrüstung und Waffen bedeutet, sondern auch die Unabhängigkeit, beispielsweise von Öl, Gas und Kohle. Liebe Mitglieder des Rates, besonders beeindruckend sind die vielen weltweiten Kundgebungen. Menschen, die über Generationen hinweg für Frieden auf die Straße gehen und deutlich machen, imperialistisches Machtstreben gehört nicht ins 21. Jahrhundert. Als Lead City, der Mayors for Peace, als Landeshauptstadt Hannover stehen wir an ihrer Seite. Unser Handeln wird gerade von einem Wunsch bestimmt. Wir wollen helfen, und zwar mit allem, was uns als Stadt möglich ist und uns als Mittel zur Verfügung steht. Dabei stehen wir zu unserer Verantwortung als Kommune, die Geflüchtete aufnimmt und als Drehkreuz für die Ankunft und Weiterreise geflüchteter Menschen in ganz Deutschland. Wir stellen uns darauf ein, kurzfristig sehr viele Geflüchtete aus der Ukraine in Hannover aufzunehmen und werden, so schnell es geht, weitere Kapazitäten zunächst für 10.000 Menschen schaffen.
Dabei denken wir in alle Richtungen, prüfen Liegenschaften, prüfen Grundstücke. Dem Rat ist dies bekannt. Gleichzeitig bereiten wir uns darauf vor, dass viele dieser Menschen für einen längeren Zeitraum bei uns bleiben werden. So sehr wir uns auch wünschen, dass sie bald in Frieden auch in ihre Heimat nach Hause zurückkehren können. Wir heißen sie aber dennoch sehr willkommen in unserer Stadt, möchten ihnen eine Perspektive in dieser Stadt, in Hannover, eröffnen. Auch dafür brauchen wir Unterkünfte, den Zugang zur Kinderbetreuung und Schule, zu medizinischer Versorgung und natürlich auch zum Arbeitsmarkt. In den vergangenen Wochen haben Politik, also Sie, die Stadtgesellschaft und die Mitarbeitenden der Verwaltung großartige Arbeit geleistet und tatkräftig angepackt. Ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle dafür. Das fängt an mit der Leistung auf dem Messegelände, den Messehallen, die wir geschaffen haben, mit einer Ausstattung, die beispielgebend ist bundesweit und dort aktuell für über 1000 Menschen Unterkunft bietet. Wir haben Mietverträge mit Hotels geschlossen und erst am Montag ein weiteres Gebäude der Stadt mit der Feuerwehr als Unterkunft eingerichtet. Mit dem Solidaritätscheck wollen wir neben den Notunterkünften auf dem Messegelände und der Kooperation mit der Wohnungswirtschaft auch die Beherbergung von Geflüchteten bei Privatleuten fördern und Privatwohnraum aktivieren und die große Hilfsbereitschaft weiterhin wertschätzen. Auf dem Messegelände gibt es Angebote für Kinder und Jugendliche, Beratung zu Sprachen, Bildungskursen sowie eine medizinische Versorgung. Dies sind nur einige Beispiele. All diese Schritte wären nicht möglich ohne das großartige Engagement aller Beteiligten und unserer Stadtgesellschaft. Auch dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Liebe Anwesende, Hannover ist eine solidarische Stadt. Das macht Hoffnung und gibt Zuversicht, dass wir die kommenden Aufgaben gemeinsam bewältigen können. Damit das gelingt, benötigen wir als Kommune Planungssicherheit. Wir gehen hier in Vorleistung in vielerlei Fragen und fragen nicht nach Zuständigkeiten oder finanzieller Absicherung. Dennoch wünsche ich mir starke Signale natürlich auch vom Bund und den Ländern, dass den Kommunen sowohl in der Organisation der Hilfen für die Geflüchteten als auch finanziell der Rücken freigehalten wird. Bürokratische Hürden müssen schnellstmöglich abgebaut und Übergänge in die Regelsysteme der Sozialgesetzbücher ermöglicht werden, um den Geflüchteten Zugänge in das Gesundheitssystem und in den Arbeitsmarkt schnellstmöglich zu eröffnen. Liebe Mitglieder des Rates, wir alle hoffen, dass die aktuellen Nachrichten zum Stand der jüngsten Friedensgespräche in Istanbul auf einen gangbaren Weg zum Frieden hinweisen. Dass dieser Krieg schnell endet und die Ukraine als freier, selbstbestimmter Staat Bestand hat. Wir wollen Frieden, so wie es Vitali Klitschko eben formuliert hat. Dr. Vitali Klitschko hat Verbindung zu Hannover. Er ist im November 2000 hier Box-Europameister geworden. Am 6. März 2003 hat er sich gemeinsam mit seinem Bruder Dr. Wladimir Klitschko in das Goldene Buch der Stadt eingetragen. Heute Morgen noch hat mich Herbert Schmalstieg kontaktiert und auch seine besten Grüße auch nach Kiew mit auf den Weg gegeben. Ich wünsche mir sehr, dass bald wieder Frieden herrscht in der Ukraine und dass wir bald wieder, so wie ich es eben schon formuliert habe, auch Herrn Klitschko hier in Hannover begrüßen dürfen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Belit Unay, für die treffenden Worte. Ich rufe jetzt auf die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Es spricht ja Frau Dr. Clausen-Muratjan. Möchten Sie auch hochkommen? Nein? Am Platze. Dann bitte, das Wort ist Ihres. Ja, vielen Dank, Frau Ratsvorsitzende, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Seit dem 24. Februar wissen wir, es ist Krieg in Europa. Was anfangs vermeintlich weit weg war und uns nur am Rande etwas anzugehen schien, verharmlost als innerer Konflikt eines Landes am östlichsten Land Europas,
hat uns mit Donnerhall vor Augen geführt, dass es nicht um die Bearbeitung und Lösung von Autonomiefragen oder Identitäten kleiner Territorialeinheiten mit hohen russischstämmigen Bevölkerungsanteilen geht und niemals gegangen ist, sondern um eine Wiederherstellung Europas in den Strukturen und Grenzen von 1989. Putin und seine Schergen wollen sich den eisernen Vorhang zurückbomben. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist in Wahrheit ein Stellvertreterkrieg, jetzt noch geführt gegen ein einzelnes Land, gerichtet aber auf die demokratisch-freiheitliche Ordnung und die Staaten in Europa insgesamt. Die Ukraine kämpft jetzt auch für die EU. Das hat uns nicht eben gerade Vitali Klitschko gesagt, sondern das stand auch auf einem Plakat bei der ersten Ukraine-Friedensdemonstration am 26. Februar in Hannover. Wie treffend diese Aussage, da schon. Und wie schwer haben wir uns getan, das wirklich zu realisieren. Wie schleppend anfangs der Beistand, auch darauf wurde hingewiesen, und wie inkonsequent die Sanktionen. Dieser im Wortsinn imperialistische Krieg, geprägt von einer, wir haben auch das gehört, erschütternden, kaum mehr in Worte zu fassenden Brutalität und Grausamkeit, auch und gerade gegen die Zivilbevölkerung, hat seitdem schon unermessliches Leid über das ukrainische Volk gebracht, welches sich seit 1991 mühevoll und immer wieder auch durch Rückschläge geprägt, aber mit unbedingtem Willen und unbeugsam auf den Weg in freiheitliche, demokratische Strukturen gemacht hat. Genau vor dieser Entwicklung hat Putin Angst. Sie ist sein Feind. Es ist nicht die vermeintliche Bedrohung durch die NATO, eines militärischen Bündnisses, das angesichts einer bis dato glücklich langen Friedensordnung in Europa eigentlich längst überholt schien. Nein, es ist die Angst vor der Demokratie. Denn Demokratie stellt in der Tat eine Bedrohung dar für Leute, denen es nicht darum geht, als gewählte Vertreter auf Zeit Diener des Volkes zu sein, die sich für wirtschaftlichen Wohlstand, soziale Sicherheit und gesellschaftliche Teilhabe der Menschen in ihrem Land einsetzen und dafür rechenschaftspflichtig sind, sondern Leute, die nach diktatorischen Strukturen streben, die ihnen unkontrollierte Macht und unkontrollierten persönlichen Reichtum auch mit den Mitteln einer Gewaltherrschaft und ohne Rücksicht auf Verluste auch beim eigenen Volk ermöglichen. Auch das hat uns Vitali Klitschko gerade erzählt. Wir erleben, dass die Angst vor einer Demokratisierung viel gefährlicher ist als die Angst vor einer militärischen Bedrohung. Denn letztere hat eine Verteidigungsstrategie zur Folge, erstere hingegen den Angriff nach innen wie nach außen. Diese Situation nimmt uns Europäerinnen in die Mitverantwortung, wenn wir unsere Sicherheit, Unabhängigkeit und unsere demokratischen Werteordnungen bewahren wollen, ohne Wenn und Aber. Und auf allen Ebenen, der europäischen, der Bundes-, der Landes- und der kommunalen Ebene, hier bei uns in Hannover. Für uns vor Ort geht es dabei, neben dem Engagement bei Hilfslieferungen und Spenden, die direkt in die Ukraine gehen, und vieler Maßnahmen, die der OB hier schon genannt hat, zunächst und ganz besonders um die Aufnahme, auch dazu hat Belit Onay schon gesprochen, für die Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Integration der aus den Kriegsgebieten geflüchteten Menschen. Allein nach Deutschland sind in den letzten Wochen aus der Ukraine rund 300.000 Menschen geflohen, darunter mehr als die Hälfte Kinder. Weit mehr als 1.000 Geflüchtete
aus der Ukraine sind bei uns in Hannover angekommen und wurden und werden mit unglaublichem Einsatz buchstäblich aller Dezernate der Verwaltung, das haben wir auch schon mehrfach hier gehört und uns wurde berichtet, mit riesengroßem Engagement der Verwaltung und der Zivilgesellschaft aufgenommen und betreut. Dafür auch von unserer Seite ganz, ganz herzlichen Dank. Gleichwohl stehen uns hier noch riesengroße Aufgaben bevor. Bis zu 10.000 Geflüchtete werden in den kommenden Wochen noch erwartet in Hannover. Die Geflüchteten aus der Ukraine reihen sich dabei ein in die traurig lange Liste der aus anderen Kriegs- und Krisengebieten zu uns Geflohenen. Syrien, Irak, Afghanistan und viele mehr. Wir haben seit 2015 viel Erfahrung gesammelt und das Engagement der Bevölkerung ist nach wie vor groß. Hannover ist eine weltoffene Stadt. Die Herausforderungen sind und bleiben aber gewaltig, nicht nur für den Wohnungsmarkt. Denn die Geflüchteten benötigen nicht nur eine Unterkunft, sondern ein Zuhause. Für uns geht es aber auch um die Frage des Klimaschutzes. Hat es die weltweite Fridays for Future-Bewegung, der um die Zukunft ihrer Lebensgrundlagen ringenden Kinder und Jugendlichen, immerhin geschafft, die Dramatik des Klimawandels in das Bewusstsein der älteren Generationen und der Öffentlichkeit zu tragen. Etwas, was der Wissenschaft in den Jahren zuvor mit all ihren beängstigenden Forschungsergebnissen nicht und uns Grünen auch nur jeweils im Zusammenhang mit der Havarie eines Atomkraftwerkes gelungen ist, belehrt uns nun ausgerechnet ein Krieg, wohin uns der Raubbau an der Natur für fossile Energien und die dafür eingegangenen Abhängigkeiten geführt haben. Es braucht das Entsetzen im Angesicht eines kriegerischen Vernichtungsfeldzugs, um uns die Dringlichkeit des Umstiegs auf erneuerbare Energien endlich ins Bewusstsein zu hämmern. Jetzt aber zu fordern, zur Kompensation von Gas verstärkt auf Kohle zu setzen, oder gar aus dem Atomausstieg wieder auszusteigen, um für die Energiewende Zeit zu gewinnen, ist nicht nur ignorant, sondern auch dumm. Denn von den 44 Millionen Tonnen Steinkohle, die Deutschland allein im vergangenen Jahr aus dem Ausland eingekauft hat, kommen mehr als 40% aus Russland. Der Rohstoff steht zudem nicht nur wegen seiner CO2-Bilanz in der Kritik, sondern auch wegen der Bedingungen, unter denen die Kohle weltweit abgebaut wird. Insofern ist es richtig, dass wir in Hannover den Kohleausstieg bis möglichst 2026 beschlossen haben und Enercity auch trotz der aktuellen Entwicklungen an dieser Planung festhalten will. Mit Atomkraft sieht es nicht besser aus. In Tschernobyl und Fukushima gab es bereits zwei Super-GAUs. Und der Krieg gegen die Ukraine führt uns doch gerade mit bedrückender Aktualität vor Augen, welches Sicherheitsrisiko Atomkraftwerke darstellen. Nicht zuletzt die große Frage des Atommülls ist nach wie vor ungelöst, was an sich schon ein Skandal und eine Verantwortungslosigkeit ohnegleichen gegenüber den nachwachsenden Generationen ist. Wollen wir ernsthaft noch Geld in teure Atomanlagen stecken, anstatt es für den Ausbau erneuerbarer Energien zu verwenden? Nein, wir müssen konsequent mit unseren Bemühungen für mehr Klimaschutz in Hannover weitermachen, müssen unsere hierzu getroffenen Beschlüsse zügig umsetzen und die hieraus folgenden Maßnahmen so schnell wie möglich voranbringen. Denn alle zusammen tragen entscheidend dazu bei, uns von Gas, Kohle und Erdöl unabhängiger zu machen. Das ist auch ein wichtiger Beitrag, den Hannover im Rahmen seines kommunalen Wirkungskreises zur Erhöhung der Unabhängigkeit Deutschlands und damit auch zur Sicherheit von Frieden und Demokratie in Europa unmittelbar leisten kann. Hören wir hierzu auf eine renommierte Energieökonomin, Frau Prof. Dr. Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, wird angesichts des Ukraine-Krieges nicht müde zu ermahnen,
Nur erneuerbare Energien schaffen Frieden. Erneuerbare Energien sind Friedensenergie. Sie ist Ökonomin. Sie muss es wissen. Herzlichen Dank. Mikro an. Vielen Dank. Ich möchte jetzt fragen, wer möchte von der SPD was sagen? Lars Kelig, dann bitte sehr. Vielen Dank, Frau Ratsvorsitzende, meine Damen und Herren. Es fällt mir nicht leicht, ehrlich gesagt, hier nach der eindrücklichen Rede von Vitali Klitschko das Wort zu ergreifen. Das will ich vielleicht ganz deutlich sagen. Und das fiel Ihnen ja auch schwer, Frau Ratsvorsitzende, wenn ich das mal so sagen darf. Das eint uns, glaube ich. Die Schilderungen, die er dort gebracht hat, sind weit weg von dem, was sozusagen teilweise wir hier in der Realität in Deutschland mitbekommen. Es ist nicht so abstrakt, sondern es ist real und es ist brutal. Und das ist das, was wir alles immer wussten. Nichtsdestotrotz etwas, was man sozusagen, wenn man es nochmal persönlich geschildert bekommt, in voller Wucht und Härte nochmal für sich selbst verarbeiten muss. Und ich glaube, dass das vielen in meiner Fraktion, in der SPD-Fraktion, genauso geht wie mir an der Stelle. Die Auswirkungen des Krieges ganz besonders, muss ich ganz ehrlich sagen, die einzelnen Fälle, die er geschildert hat. Und ich glaube, das ging vielen von Ihnen auch so, in Bezug auf das siebenjährige Kind, das seine Eltern verloren hat. Und das wird ja kein Einzelfall sein. Das ist nicht nur etwas, was einen als Politiker berührt, sondern auch als Vater, als Familienangehöriger von anderen. Und es fällt einem deswegen auch schwer, so etwas einfach so zu verdauen und zur Tagesordnung überzugehen. Und es erinnert mich auch ein bisschen an das. Es tut mir leid, wenn ich das ein wenig persönlich schildere an der Stelle. Es erinnert mich eher an das, was ich in den letzten Wochen manchmal mit meiner Großmutter besprochen habe. Meine Großmutter ist in ihrem 90. Lebensjahr. Und wenn sie diese Bilder sieht, die wir teilweise über die Medien gespiegelt bekommen, und wenn sie diese Rede hier heute gehört hätte, hätte sie, glaube ich, sogar noch ganz andere Assoziationen daran gehabt als ich, der dankenswerterweise im Frieden aufwachsen durfte. Und uns ist, glaube ich, allen noch einmal bewusst geworden, was für eine große Errungenschaft es eigentlich ist, dass wir hier in Frieden leben können. Und dass wir das aber auch nicht als selbstverständlich hinnehmen können, sondern es Tag für Tag erkämpfen müssen, immer wieder. Was mir wichtig ist zu sagen, und ich habe sehr genau zugehört bei dem, was Vitali Klitschko uns auch mit auf den Weg gegeben hat. Und es passt ja auch ein bisschen zu der Debatte, die wir bundesweit, oder nicht nur wir, sondern die bundesweit eigentlich geführt wird, ist dieses Thema unsere wirtschaftlichen Verbindungen zu Russland und zu anderen Staaten, die sozusagen dort wirtschaftliche Verbindungen haben. Und es ist mir ein Bedürfnis, das hier noch einmal zu sagen, weil es, glaube ich, auch in dem Geiste dessen ist, was Vitali Klitschko gesagt hat. Wirtschaftliche Interessen dürfen niemals herhalten für ein solches Verbrechen. Niemals. Und das ist etwas, wo wir alle aufstehen müssen und wo wir alle uns ganz deutlich verhalten müssen, ganz deutlich positionieren müssen, meine Damen und Herren. Ich bin dankbar für den Hinweis auch des Oberbürgermeisters und auch für die Vorschläge des Oberbürgermeisters an der Stelle. Nicht nur, dass Kiew ja auch, wie wir, Weiß Leadership der Mayors for Peace hat, sondern ich finde auch, dass wir diesen Vorschlag, um das einmal aufzugreifen, Sie haben das ja gerade gesagt, Herr Oberbürgermeister, den Solidaritätsfonds zu gründen. Ich finde, das ist eine richtig gute und ausgezeichnete Idee. Und Sie können da mit unserer vollen Unterstützung rechnen an der Stelle. Ich möchte vorschlagen, dass wir das vielleicht gemeinsam mit unserer Partnerstadt Leipzig koordinieren. Denn, wie Sie wissen oder vielleicht auch nicht wissen, Leipzig, unsere Partnerstadt, ist auch eine Partnerstadt von Kiew. Und in diesem Zusammenhang, glaube ich, lohnt es sich allemal, gemeinsam zu agieren und hier gemeinsam im Sinne des Friedens und der Versorgung dort zu helfen.
Insofern möchte ich Ihnen hier an dieser Stelle auch nochmal recht herzlich danken, dass wir die Möglichkeit hatten, Vitali Klitschko zu hören und sozusagen auch einmal hautnah zu erfahren, was das für uns alle bedeutet. Und auch danke an Sie, Herr Oberbürgermeister, für die würdigen Worte, die Sie gefunden haben. Insofern, das ist mir wichtig, das im Namen der SPD-Fraktion zu erklären. Herzlichen Dank. Danke Ihnen auch, Herr Kehlich. Herr Semper, wollen Sie weitermachen? Bitte sehr. Ja, Frau Ratsvorsitzende, lieber Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, es herrscht wieder Krieg in Europa. Ein Satz, der, obwohl wir in den letzten Wochen, fünf Wochen oft gesagt und gehört haben, dennoch ja, für unsere Generation, für uns alle, die hier in Deutschland und Europa leben, nach wie vor unbegreiflich ist. Seit dem 24. Februar führt die Russische Föderation einen brutalen und abscheulichen Angriffskrieg. Zur Wahrheit gehört in diesem Zusammenhang aber auch, sich einzugestehen, dass wir alle früher hätten erkennen können, wessen Geistes Kind dieser Wladimir Putin und sein System um ihn herum ist. Am 18. März 2014 wurde beispielsweise die Krim völkerrechtswidrig annektiert, wenig später die Region Donetsk und Luhansk besetzt. Und bereits zuvor führte Putin ja bereits Krieg in Georgien und auch einen sehr brutalen Krieg in Tschetschenien. Und zur Wahrheit gehört weiterhin, dass Putin als autokratischer Herrscher zwar maßgeblich, jedoch nicht alleine die Verantwortung für Tod und Leid vieler Menschen in der Ukraine trägt. Einige übersehen, dass es in Russland zum Teil mafiöse Strukturen gibt und Nutznießer, die von diesem System Putin erheblich profitieren. Nutznießer, die Krieg, Entführung und Ermordung von Menschen nicht davon abhält, sich in Gesellschaft einer mafiösen und skrupellosen Bande zu begeben. Diese Nutznießer gibt es leider auch in Deutschland. Und es gibt auch aktive Unterstützer in Russland, das darf man auch nicht vergessen, wie zum Beispiel die Spitze der orthodoxen Kirche. Und deswegen ist es auch wichtig, und ich hatte das vorhin in den Nachrichten gelesen, das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Zeichen, was man vor Ort auch senden kann. Ich hatte gelesen, dass der Bürgermeister der Gemeinde Rotach-Eggern, das ist die Gemeinde am Tegernsee, nun zwei große Villenanwesen eines russischen Oligarchen beschlagnahmen will und diese anschließend dann für geflüchtete Menschen aus der Ukraine zur Verfügung stellen möchte. Und ich glaube, das ist auch ein richtiges Signal. Und diese Signale brauchen wir auch hier vor Ort noch viel häufiger, dass auch diejenigen, die Nutznießer dieses Systems Putins sind, auch Konsequenzen spüren müssen. Kurzum, es ist völlig richtig, und das werden wir in der Resolution nachher auch noch mal betonen, dass selbstverständlich nicht alle Russinnen und Russen für diesen brutalen Angriffskrieg verantwortlich sind. Das muss man sicherlich auch deutlich machen. Aber auch all diejenigen, die nur mit dem Finger jetzt auf Putin zeigen und Putin nur verantwortlich machen, machen es sich, glaube ich, auch zu einfach. Der Krieg in der Ukraine wird uns noch lange begleiten, auch nach der hoffentlich baldigen Beendigung, und wird uns zum Umdenken in vielen Bereichen zwingen. Das haben ja einige vor mir auch schon angedeutet. Die Welt nach dem 24. Februar 2022 wird sicherlich nicht mehr dieselbe sein. Und unsere anfängliche Fassungslosigkeit wird und muss sich entschlossen im Handeln wandeln. Und wir dürfen auch unsere Unterstützung und die Entschlossenheit wir dürfen da nicht nachlassen, und wir müssen sogar noch unsere Unterstützung intensivieren. Ich glaube, Europa und auch Deutschland haben nicht immer ganz glücklich agiert in der Vergangenheit, wenn ich mich beispielsweise an die 5000 Helme als Unterstützung erinnere. Und das hat ja auch Vitali Klitschko noch mal eindrucksvoll deutlich gemacht. Er hat es ja freundlich formuliert, dass es nicht reicht. Aber im Grunde genommen kann man sich vorstellen, dass sich viele, viele Menschen in der Ukraine, die sich für Freiheit und Frieden opfern, dies eigentlich nur als Schlag ins Gesicht empfunden haben.
können. Der Ukraine und den Menschen, die dort leben, gilt, das wurde auch schon häufiger gesagt, na, selbstverständlich unsere volle Solidarität und Unterstützung. Wir verneigen uns vor dem Mut und der Kampfbereitschaft der Ukrainer und Ukrainer für Frieden und Freiheit in Europa. Vielen Dank. Danke Ihnen auch, Herr Semper. Jetzt wäre die FDP dran. Herr Engelke, bitte sehr. Herr Oberbürgermeister, Frau Ratsvorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach dieser beeindruckenden und unter die Haut gehenden Rede von Witali Klitschko, die mir sehr nahe gegangen ist, bin ich auch ganz froh, dass ich als Vierter erst dran bin. Der Angriffskrieg auf die Ukraine macht uns alle fassungslos. Wir sehen täglich, wie mutige Ukrainerinnen und Ukrainer ihr Leben für ihr Recht auf nationale, aber auch persönliche Freiheit und Selbstbestimmung geben und sich diesem Angriffskrieg entgegenstellen. Dafür gilt Ihnen und den Menschen der Ukraine der allergrößte Respekt. Ich möchte diesem mutigen Volk unsere Solidarität versichern, die in ihrem Land die gesamte europäische Friedensarchitektur mit maximalem Einsatz verteidigen. Unsere Welt ist nicht mehr die gleiche. Es kann nicht oft genug betont werden, dass eine Zäsur in der Geschichte des europäischen Friedensprojektes erfolgt ist. Es ist ein Angriffskrieg auf uns alle, auf unsere Werte, unsere Weltordnung und unsere Freiheit. In diesem Zusammenhang möchte ich auch allen Hannoveranerinnen und Hannoveranern für die große Solidarität und die Unterstützungsbereitschaft danken. Aber auch ausdrücklich den zuständigen Stellen der Stadtverwaltung gilt Dank für ihren unermüdlichen, engagierten und weit über das erwartbare Engagement hinausgehenden Einsatz. Wir wünschen uns wohl alle, dass dieser schreckliche Angriffskrieg bald ein Ende findet. Bis dahin, und da bin ich fest von überzeugt, stehen wir fest und solidarisch zusammen, um gemeinsam unsere Werte gegen diesen schamlosen und beispiellosen Angriffskrieg zu verteidigen. Die Menschen in der Ukraine kämpfen für ihre Freiheit, sie kämpfen für unsere Freiheit. Ich danke Ihnen. Danke Ihnen, Herr Engelke. Dann hätte ich jetzt als Nächster die Fraktion der Linken. Wer spricht? Frau Senkowski, bitte. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zuerst möchte ich mich im Namen meiner Fraktion bei Herrn Klitschko bedanken, dafür, dass er sich die Zeit genommen und heute bei uns gesprochen hat. Unsere Solidarität ist bei ihm und jedem, der unter diesem Angriffskrieg leiden muss. Wir hier in Hannover können nur begrenzt viel tun, außer zu versprechen, nie die Augen zu verschließen und dass jeder, der vor diesem unsäglichen Krieg fliehen muss, bei uns in Deutschland und Hannover offene Türen vorfindet und herzlich empfangen wird. Schon in den letzten Wochen konnten wir viele Menschen aufnehmen und unsere Stadt tut alles, um den Menschen das bestmöglichste Leben hier zu ermöglichen. Das tun nicht nur wir, Politiker oder unsere Mitarbeiter, die sich um alles kümmern. Hannovers Zivilgesellschaft ist genauso auf den Beinen. Hier ist jeder willkommen, der vor Krieg flüchten muss. Da geht der Dank ganz klar der Verwaltung, die seit Wochen ihr Allerbestes gibt und wirklich, wirklich gute Arbeit leistet. Ein herzliches Dankeschön. Es braucht offene und vor allem sichere Fluchtwege und das Bewusstsein, dass insbesondere Angriffe auf die Zivilgesellschaft ein Angriff auf jeden Einzelnen von uns sind. Aber unser aller Ziel ist es natürlich, dass nie jemand vor Krieg flüchten muss und dass dieser Angriffskrieg schnellstmöglich endet. Hier geht es nicht nur um die Ukraine, es geht um so viel mehr. Wir wollen jedem danken, der für die Demokratie und ihren Erhalt kämpft. Unsere Solidarität gehört entsprechend auch den Russinnen und Russen, die sich überall in ihrem Land gegen den Krieg aussprechen, demonstrieren und harten Repressalien ausgesetzt sind. Unsere Demokratie ist unser allerhöchstes Gut und sie gehört um jeden Preis verteidigt. Putins Krieg ist ein Verbrechen und als solches gehört es auch betitelt. Ohne Kompromisse. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.
Und dann kommt jetzt die Fraktion der AfD. Möchte jemand dazu was sagen? Bitte sehr, Herr Keller. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, Herr Bürgermeister, Frau Engelhardt. Nach der Rede von Herrn Klitschko sind wir alle zutiefst erschüttert. Niemand dachte, dass es nach 23 Jahren, das war der Krieg in ehemaligen Jugoslawien, wieder einen Krieg vor den Toren Europa gibt. Als ehemaliger Soldat habe ich im letzten Krieg in Europa gute Kameraden verloren und kann daher den Worten von Herrn Klitschko gut nachvollziehen. Daher ist es wichtig, diesen Menschen schnellstmöglich zu helfen. Aber ist es richtig, Waffen zu liefern? Würde uns das nicht auch zu einem passiven Kriegsteilnehmer machen? Oder sogar zu einem Kriegsgewinner? Jedoch sollten wir lieber humanitär helfen, mit Lebensmitteln und Medikamenten. Wir sollten auch den Dialog zwischen beiden Kriegsparteien fördern und ja, das danke. Ja, mehr kann man da. Danke. Danke für das kurze Statement, Herr Keller. Dann kommt jetzt die Partei und Volt. Wer spricht hier? Juli Klippert? Bitte sehr. Ja. Tja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrter Oberbürgermeister, Meister, sehr geehrte Ratsmitglieder. Auch wir sind froh, dass wir hier eine kleine Aussprache an dieser Stelle führen dürfen, nicht wie letztens im Bundestag und gleich zur Tagesordnung übergehen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, auch generell auch für die Worte von unserem Oberbürgermeister. Vielen Dank, lieber Belet. Uns fiel es schwer, im Vorfeld ein paar Worte vorzubereiten und ich muss auch sagen, nach der Rede von Klitschko ist auch nicht einfacher, selbst eine vorgeschriebene Rede vorzutragen. Ich meine, wir haben das alle gehört. Ich bin selber Vater von 2 Kindern, 5 und 1. Und ich muss sagen, natürlich ist das eine sehr bildliche Sprache und wir haben überall immer wieder Gräuel und Elend auf dieser Welt. Aber trotz allem kann man das nicht einfach so hinnehmen und weitermachen. Für unsere Fraktion und unsere Parteien ist aber klar, dass wir Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilen. Und uns allen fällt es eben schwer, jetzt einfach zur Tagesordnung überzugehen, nicht nur heute. Wenn es eben erwähnt werden muss, dass Krieg und Not auch über europäische Grenzen hinaus nichts Neues ist, dennoch ist die Wirkung und das Ausmaß durch die imperialistische Großmacht Russland und ihre Folgen gerade eine andere. Für uns ist klar, wir als Kommune helfen, wo wir es können. Wir standen schon hinter den ersten und auch zweiten 10 Millionen Aufwendungen, damit die Verwaltung hier ihr Mögliches tun kann, um geflüchteten Menschen aus der Ukraine schnell und einfach helfen zu können. Genauso stehen wir auch hinter dem vorgeschlagenen hannoverschen Solidaritätscheck und auch hinter weiteren pragmatischen Lösungen seitens der Stadt oder externen Initiativen. Sei es auch das, was unser Oberbürgermeister gerade vorgeschlagen hat, auch dieser Idee schließen wir uns natürlich gerne an. Für uns ist klar, dass unsere Möglichkeiten als Kommune begrenzt sind. Aber gerade diese Hilfen sind eben die Solidarität, die wir als europäische und eigentlich gar weltweite Selbstverständlichkeit viel mehr brauchen. Was aber auch nicht heißt, dass Bund und Länder nicht endlich auch mal Taten statt warmer Worte folgen lassen müssen. Da unsere beiden Parteien aber noch nicht in Regierungen vertreten sind, appellieren wir an dieser Stelle mal an die Kolleginnen von Grüne, SPD, CDU und FDP, sich auf anderen Ebenen Niedersachsen und Bund mehr dafür stark zu machen. Für uns ist klar, dass Städtepartnerschaften künftig eigentlich viel mehr an Bedeutung gewinnen müssen. Viele haben gestern die Bilder von unserer Hilfe in der Stadt Poznan in Polen gesehen. Auch dort konnten wir sehr gut sehen, wie Kommunen helfen können und wie wichtig diese Vernetzung auf diesen Ebenen ist. Deswegen wir uns die Frage stellen, die sich ja auch unser Oberbürgermeister gestellt haben, was ist mit der Ukraine? Wie können wir unsere Solidarität noch mehr Ausdruck verleihen, sie festigen und auch in die Zukunft tragen? Wir möchten deswegen hier einen Impuls an den OB und unsere Kolleginnen geben und der deckt sich eigentlich mit dem, was auch geplant wird, schon ein bisschen, denn wir schlagen vor, warum nicht eine Städtepartnerschaft mit Kiew? Damit zeigen wir Solidarität in Zeiten des Krieges. Es wäre eine sehr gute rechtliche Option, auch weiterhin direkte Hilfe zu leisten. Und vor allem wäre es ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis, dass wir nicht nur jetzt in diesem kurzen Moment betroffen sind, denn das sind wir alle in diesem Saal, sondern auch langfristiges Interesse an den Menschen in der Ukraine haben oder, wie Klitschko es sagt, ein Interesse zu haben, zur europäischen Familie zu gehören. Natürlich wären auch andere Städte eine Option. Nur zum einen durften wir heute die eindringliche Rede hören und zum anderen ist Kiew für ukrainische Verhältnisse auch ein Safe Space für queere Menschen.
In vielen Ländern Osteuropas ist in Teilen die Feindlichkeit gegenüber Queers leider erschreckend hoch. Wir haben dafür im Rat die AfD. Aber genau diese Menschen finden vor allem in Kiew einen verhältnismäßig guten, sicheren Ort. Genau diese Gruppe ist nämlich auch durch den russischen Angriffskrieg und ihre queerfeindliche Propaganda in ihrem Leben nochmal doppelt so sehr bedroht. Ich will aber auch nicht verhehlen, dass es natürlich in Kiew oder generell der Ukraine nicht Probleme gibt. Auch Bürgermeister Klitschko ist nicht der größte Kämpfer für queere Rechte und es gibt auch faschistische Strömungen in diesem Land. Mit letzteren kämpfen leider alle Länder. Aber ersteres kann eben auch mit einer Städtepartnerschaft ein Zeichen sein, dass wir als Landeshauptstadt den Schulterschluss suchen und wir bereit sind, für eine freie, eine diskriminierungsfreie Gesellschaft zusammen mit unseren PartnerInnen zu streiten. Wir würden uns deswegen freuen, wenn wir gerne gemeinsam diese und viele weitere Ideen und Themen gemeinsam diskutieren würden. Denn momentan rücken bei Weitem nicht perfekt, aber die demokratischen Ratsfraktionen endlich näher zusammen und wir denken, dies ist doch genau der richtige Moment, dies zu tun. Denn die letzten Jahre haben uns doch allen gezeigt, wie von einem auf den anderen Tag alles kippen kann. In dem Sinne, vielen Dank an die Verwaltung, an den Oberbürgermeister aus Kiew, an unseren Oberbürgermeister Belet Onay, den anderen Fraktionen für ihre Wortbeiträge und all den vielen HelferInnen, sei es in der Verwaltung oder allein aus bürgerlichem Engagement heraus. Vielen Dank. So, jetzt kommen wir, herzlichen Dank, jetzt kommen wir zu den letzten beiden Wortbeiträgen. Das ist jetzt Herr Böning. Möchten Sie was sagen? Ja, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, vielen Dank. Erlauben Sie mir erstmal kurz eine Anmerkung. Ich fand es ein wenig schade übrigens, dass bei den Standing Ovations vorhin für Herrn Klitschko mein Kollege vor mir offensichtlich demonstrativ sitzen geblieben ist. Vieles Gutes und viel Richtiges wurde von meinen Vorrednerinnen und Vorrednern schon gesagt. Ich kann dem fast allem zustimmen, was gesagt wurde. Für mich war das eben auch ein sehr bewegender Moment und wirklich auch ein besonderer Moment in meiner politischen Laufbahn, die auch schon ein bisschen andauert. Ich hoffe und ich wünsche mir, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt auch die Möglichkeit bekommen, diese wirklich große Rede von Herrn Klitschko auch vollständig anzuhören. Der Wunsch von Herrn Klitschko nach mehr militärischer Hilfe ist natürlich absolut verständlich. Dennoch muss wirklich alles getan werden, um die Gefahr eines dritten Weltkrieges zu verringern. Und das wird Herr Klitschko wissen, das weiß sicherlich auch Herr Zelensky. Meine Damen und Herren, ich habe mir vor einigen Tagen mal Gedanken gemacht, was könnte jeder Einzelne von uns im Rat hier tun, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Und ich habe natürlich überlegt, ist das jetzt überhaupt der passende Moment, um das nochmal vorzubringen? Falls nicht, lassen Sie es mich bitte wissen, dann tut es mir leid. Ja, wenn Sie es jetzt verzichten können, wäre es ja, ganz gut. Ja, klar. Das können Sie gerne später machen. Natürlich. Deswegen hatte ich das extra gesagt, dass ich überlegt habe und dass Sie mich das denn bitte wirklich wissen lassen. Was mir noch ganz wichtig ist, was ich aber trotzdem sagen möchte, ich persönlich werde definitiv sämtliche Maßnahmen und Drucksachen und so weiter unterstützen, die der Hilfe und Unterstützung der ukrainischen Flüchtlinge hier in Hannover dienen. Ich möchte, dass Sie das wirklich wissen. Es ist mir wirklich wichtig, das nochmal zu sagen, weil offensichtlich gibt es immer noch gewisse Zweifel, was meine Meinung, meine Haltung zu dieser Geschichte betrifft. Deswegen wollte ich es nochmal in dieser Deutlichkeit gesagt haben. Und nochmal vielen Dank an meine Vorrednerinnen und Vorredner. Das waren wirklich sehr gute Statements von Ihnen. Danke. Danke Ihnen, Herr Böning. Und dann würde ich jetzt sagen, Herr Wolf, möchten Sie das Schlusswort halten? Online. Ja, Sie hören mich hoffentlich. Ja, okay. Ja, ich versuche es kurz zu machen. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, lieber Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Solidarität mit diesem Land, mit der Ukraine, ist natürlich jetzt Gebot der Stunde. Wir haben vorhin Vitali Klitschko gehört, der also mit seinem erschütternden Bericht gezeigt hat, was für eine unmögliche Aufgabe er jetzt gerade hat als Bürgermeister einer Stadt, die unter Feuer ist.
Er ist nicht der Erste und er wird leider auch nicht der Letzte sein, dem sowas widerfährt. Und immer wieder haben wir das Problem, dass dann viel Betroffenheit da ist, aber letztendlich immer wieder die Folge, dass es doch wieder Konflikte gibt und doch wieder Gewalt als Methode der Politik am Ende obsiegt. Wie können wir das ändern? Was ist eigentlich wirklich los mit dieser Welt letztendlich? Also ich habe selber als Fotografin mehr als 70 Konflikten gearbeitet und ich habe mich das jedes Mal gefragt. Und irgendwann mal kriegst du einfach eine Klatsche. Also du kannst nicht mehr verstehen, wie es so weit kommen konnte. Wir haben Flüchtende wieder, wie wir es jetzt seit dem Krisenjahr 2014 haben im Mittelmeer oder auch weltweit. Es werden immer mehr. Und jetzt Leiden und Verfolgung wird halt wieder auf die Mattscheibe gebracht. Und jedes Leiden ist halt gleich schrecklich. Man kann nicht sagen, dass wir als gute Europäer eurozentristisch sagen können, weil der Krieg in Europa angekommen ist, ist das Leiden um viele schlimmer, als es vielleicht in Syrien ist oder in den zentralafrikanischen Republiken. Aber trotzdem sitzen wir hier, müssen uns damit wieder auseinandersetzen. Und vielleicht ist es aber auch gut so, dass wir das endlich tun. Krieg und Terror dürfen nie wieder Mittel der Politik sein. Ich bin nicht der Erste, der das sagt. Und ich glaube, das haben schon viele gesagt. Und es werden auch immer wieder Leute sagen. Die Frage ist, wenn man so guckt weltweit, ist es tatsächlich besser geworden die letzten 30, 40, 50, 60 Jahre oder nicht? Also wenn man die Anzahl der Konflikte, die kleinen Konflikte zusammenrechnet, glaube ich, ist es nicht wirklich besser geworden. Und immer wieder sitzt man irgendwo und die Frage taucht dann auf allen Ebenen, wie konnte es so weit kommen eigentlich? In allen Konflikten. Auch jetzt fragt sich das auch wieder. Und dann muss man halt so ein bisschen gucken, wer profitiert denn eigentlich von so einem Krieg letztendlich? Jetzt abgesehen von Autokratien, die halt damit ihre Existenzberechtigung beweisen müssen oder so. Also Waffenproduktion ist ja ein Thema. Ne? Da sind wir in Deutschland noch nicht ganz unschuldig dran. Ich meine, mit welchem Gerät bringen die Leute sich denn reihenweise um? Also wo immer ich auf der Welt war, habe ich deutsche Waffen gesehen unter anderem. Dann ein Punkt, den wir politisch auch nie ansprechen in Deutschland, das ist das Söldnerunwesen. Es gibt Milliardenkonzerne auf der Welt, wie die Wagner-Gruppe, die interkontinental agiert und viele, viele andere, die inzwischen also viele, viele Milliarden an Euro oder Dollar verdienen an Söldnern, die ausgeliehen, bezahlt und an die einzelnen Mächte verliehen werden. Sowas, das ist, glaube ich, in Deutschland auch nicht offiziell verboten, sozusagen. Es gibt eine UNO-Gruppe und eine Organisation, die sich damit beschäftigt, mit einem Verbot, mit einer Verfolgung dieser Gruppen. Und ich finde, das ist ein Teil unserer politischen Aufgabe, uns auch daran zu beteiligen und aktiv zu sagen, dass es so etwas auch nicht mehr gehen darf. Das ist kein Geschäft wie jedes andere, ganz einfach. Und wir haben natürlich dann die Folgeerscheinungen, die wir immer wieder haben, wenn sowas auftaucht, das sind die Fluchtbewegungen. Und natürlich ganz konkret Flucht übers Mittelmeer nach Europa. Wo wir dann eben genau jetzt wieder das Problem haben, dass es halt die zwei Klassenflüchtlinge gibt, die Menschen aus dem Nahen Osten und Afrika und eben die Menschen aus der Ukraine. Auch das darf eigentlich nicht sein. Und ich bin stolz, dass ich in Hannover wohne und froh, dass wir auch interfraktionell gestern in der Region beschlossen haben, gemeinsam uns zu kümmern in der Resolution um die Ukraine, um die Fluchtbewegungen, aber da auch nicht Menschen aus anderen Gegenden und anderen Konfliktherden außen vor lassen wollen. Dieser Angriffskrieg Putins hat ja eine neue Qualität, ist doch nichts zu rechtfertigen. Und die Gefahr haben wir ja alle schon ein paar Mal besprochen hier. Das ist halt die Gefahr, dass die Eskalation dazu führt, dass dieser Krieg schnell flächenmäßig um sich greift und zum Weltkrieg wird. Und das müssen wir wirklich mit allen Mitteln verhindern. Was wir tun können, ist Flucht und Migration aus allen Krisengebieten und jetzt vor allen Dingen aus der Ukraine zu unterstützen, die Menschen hier aufzunehmen, ein menschenwürdiges Leben anzubieten und auch zu sagen, ja, die Menschen werden bleiben, viele davon, und das ist auch gut so. Und alles, was diese Menschen brauchen, Gesundheitsversorgung, professionelle Weiterbildung, Sprachkurse und Ähnliches, können wir zur Verfügung stellen. Und dieser Fonds, den die Landeshauptstadt auflegen kann, ist dazu ein gutes Mittel und das unterstütze ich voll und ganz und freue mich sehr darüber, dass wir da aktiv werden. Vielen Dank. Danke Ihnen, Herr Wolf. Wir sind somit am Ende
der Aussprache. Ich möchte mich jetzt auch noch mal im Namen aller sehr herzlich bedanken für auch die angemessene und der Situation geschuldete Debatte bzw. Statements, und insbesondere auch noch mal an dieser Stelle sei genannt einen herzlichen Dank auch an Oberbürgermeister Belit Unay, der das überhaupt erst ermöglicht hat, dass wir heute Vitali Klitschko überhaupt sprechen konnten, dass er zu uns sprechen konnte. Oberbürgermeister, Sie haben vorhin einen Sozialfonds angesprochen, den die Stadt Hannover jetzt für die Ukraine auflegen will. Können Sie uns dazu einfach noch mal ein paar Worte sagen? Also ich glaube, die Worte von Vitali Klitschko haben uns alle sehr bewegt. Das waren ja schreckliche Bilder, die er da geschildert hat. Wahnsinnige Erlebnisse, die dort gerade tagtäglich leider viele Menschen durchmachen müssen. Gleichzeitig hat er aber auch die Hoffnung auf bessere Zeiten, auf ja, das Leben in Freiheit, in Frieden nochmal deutlich gemacht. Und ich glaube, das war sehr, sehr beeindruckend. Und deshalb ist es für uns wichtig, aus hannoverscher Sicht auch deutliche Solidarität zu leben, zu zeigen. Und deshalb habe ich vorgeschlagen, dass wir einen Solidaritätsfonds einrichten, der ja von unserer Seite mit finanziellen Ressourcen hinterlegt wird, bei dem Menschen aus der Stadtgesellschaft spenden können, sodass wir dort Hilfe, akute Hilfe vor Ort organisieren können für Menschen in Kiew oder die geflüchtet sind. Wie können sich das die Menschen jetzt in Hannover vorstellen, wenn sie da irgendwas zu beitragen möchten? Also wir werden das jetzt zeitnah organisieren, werden da auch die Gespräche mit der Politik führen. Ich werde den Vorschlag dem Rat unterbreiten, sodass wir da schnell auch beginnen können und starten können mit diesem Vorhaben, sodass wir da auch schnell Hilfe organisieren können. Wir wollen es unkompliziert, wir wollen möglichst viel Hilfe, dass sie an der richtigen Stelle ankommt. Das heißt, das war jetzt eigentlich so eine doch sehr plötzliche Idee und da ist noch gar nichts jetzt weiter für geplant. Wie geplant ist, dass wir das machen. Das wird nicht kompliziert sein. Wir werden jetzt einen solchen Fonds auflegen, um auch, wie gesagt, die Hilfe zu organisieren. Es muss ja vor allem darum gehen, dass wir Hilfsgüter, humanitäre Hilfe schnellstmöglich organisiert bekommen. Das ist möglich. Das haben wir zuletzt mit Poznan gerade letzte Woche beispielsweise gemacht für Geflüchtete vor Ort, die aus der Ukraine nach Polen geflüchtet sind. Wir werden auch mit weiteren Netzwerken internationale Städteverbindungen nutzen, um Hilfe zu organisieren. Und dazu zählt auch das. Insofern ist das sehr schnell realisierbar, sodass wir Akuthilfe auch organisieren können. Und in einem zweiten Schritt wird es auch darum gehen, den Wiederaufbau hoffentlich dann in Friedenszeiten von Kiew und anderen Städten mitzuorganisieren. Und auch da wollen wir so gut es geht unterstützen. Haben Sie den Mut zu sagen, was Sie persönlich denken? Wie lange werden die Menschen hier bleiben müssen, die Geflüchteten? Wie wird es weitergehen in der Ukraine? Also ich glaube, die Hoffnung der Menschen hier, die flüchten mussten, ist, möglichst schnell wieder nach Hause zurückkehren zu können, zu ihrer Familie, in ihre Häuser. Gleichzeitig sehen wir aber eine wahnsinnig brutale Kriegsführung und Zerstörung in der Ukraine, in vielen Städten, in Großstädten. Und die Rückkehr wird so schnell leider wohl nicht möglich sein, sodass wir uns darauf einstellen müssen, dass die Menschen mehrere Monate, vielleicht auch Jahre hier bleiben. Dafür müssen wir die Rahmenbedingungen schaffen, sodass ein Ankommen hier in Hannover auch möglich wird. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen sehr viel Erfolg dabei. Dankeschön. Liebe Zuschauer, unsere Sendezeit ist zu Ende. Im Rat wurden alle weiteren Tagesordnungspunkte dem Ukraine-Krieg untergeordnet. Die nächste Ratsversammlung findet am 28. April statt und wir hoffen, in der Ukraine ist es bis zu diesem Zeitpunkt zu einer Einstellung der Kampfhandlung gekommen. Wir wünschen Ihnen ein schönes Osterfest und hoffen, Sie sind Ende April wieder dabei.